I Need More of You für die Beverly Brothers. Haben wir schon mal gemacht mit einfacher Anschlagtechnik. Heute zeige ich euch eine Anschlagtechnik, die das ganze Lied aufpeppt. Dazu nehmen wir uns den kleinen Finger zur Hilfe und peppen die Akkorde auf. Nämlich den normalen D-Dur mit dem kleinen Finger im dritten Bund auf der hohen E-Seite machen wir ein D4 oder D-Sus 4 draus. Das hört sich dann so an. Zusammenhang mit dem Lied. Das gleiche machen wir beim A-Moll. Dann nehmen wir den kleinen Finger in den dritten Bund der H-Seite. Also dieser Ton ist es. Und beim G, da kann man es ein bisschen einfacher machen. Dann gehen wir her, schlagen die oberen Seiten an und zum Aufpeppen die unteren drei. Und dann wieder die oberen. Somit können wir das ganze Lied aufpeppen. Anschlagtechnisch können wir das Ganze mit Auf- und Abschlägen machen im Takt oder nur mit Abschlägen. Ich selber bevorzuge die Abschläge. Aber wenn es euch leichter fällt, kann man es gerne mit Auf- und Abschlägen machen. Ich zeige euch mal die Versionen. Erst mal mit D und mit D-Sus 4. A. Beim G. Oder mit nur Abschlägen. Einen Driller mit rein gemacht, den mache ich gerne mal, um die Lücken zu füllen. Die Lücken zwischen den Liedern könnt ihr mit Abschlägen ganz gut füllen oder könnt ihr mal eine Bassbegleitung rein machen. Beim Refrain eignet sich sehr gut einmal so ein Arpeggioschlag über die Saiten drüber. Das hört sich gut an, das könnt ihr euch dann im nächsten Liedbeispiel anhören. Das Liedbeispiel ist im eigenen Video.